Wie er da hinten schon lauert, wie so eine miese kleine Ratte. Zum Kotzen ist das. Wird mir übel, ey. Bleh. Die Sindel, Abschaum. Ich hasse ihn. Dieses Spiel, ich glaube, in diesem Spiel habe ich meinen Meister gefunden. Ich komme nicht weiter. Aber ich lasse nichts unversucht. Ich werde sogar diesem Typ sagen, dass er peinlich ist. Ja, sogar das würde ich tun. Oh Mann, ich bin so leicht zu amüsieren. Wow, dieses Spiel. Das Spiel bietet einfach alles, was man sich wünscht. Das Geräusch geht einem durch Mark und Bein. Ja und? Was bringt mir das? Nix. Aber schön, dass wir es gemacht haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Kapier ich nicht. Oh, ich kann weitermachen. Bitteschön. Zum Wohl. Oh, hey, lass das sein. Bitteschön. Es geht aufs Haus. Hör auf, an mir herumzuziehen. Niemals. Das gefällt mir. Amtaro genießt es. Vielleicht ist mit dem Shop auch der Kleidungsshop gemeint. Wenn das so wäre, wenn das so wäre, mein lieber Scholli, wir sind hier was auf der Spur. Vielleicht ist damit gar nicht der, ihr wisst schon, der zivilrichtige Spasti-Verkäufer gemeint mit seinen kuriosen Taktiken, sondern der Kleidungsverkäufer. Der böse Belzebub. Ich habe es doch gewusst, mit dem stimmt irgendwas nicht. Na warte, ich habe es immer gewusst. Diesen Klamotten kann man nicht trauen. Da ist doch Kinderarbeit im Spiel. Ja, okay. Pass mal auf hier. Ja, pass auf. Ich kaufe diese Handschuhe für 3 Kerne. Was schon ziemlicher Wucher ist. Ziemlich verdächtig. Weißt du was? Ich kaufe dir den Laden leer, okay? So sieht's nämlich aus. Also kann ich gar nicht. Dann kaufe ich mir diese Kappe ebenfalls. Ja, das möchte ich bitte kaufen. Gleich haben wir ihn, Leute, gleich haben wir ihn. Er ist kurz davor, seine Deckung auffliegen zu lassen. So, jetzt kaufe ich jetzt auch dieses pinke, schwule Tanktop. Das ist doch kein, das ist doch nicht ernsthaft ein T-Shirt, was ist das? Pinker Fetzen. Damit gehe ich auf den Strich. Ja, hier, nimm sie, okay? Aber ich weiß ganz genau, du führst was im Schilde. Und die Reporterin und ich werden dich überführen. Du törichter Verbrecher! Ich kann doch nicht Bauts machen und nix, verdammte Scheiße. Kurze Zwischenfrage. Warum bringt ein Stein alleine 5 Gramm, während 2 Steine 2 Gramm bringen? Was ist denn das schon wieder? Hä? Pff, okay, anscheinend wiegen die auch noch unterschiedlich viel. Natürlich. Hauptsache, sie bauen sowas ein, machen den Rest aber komplett unverständlich und random. Natürlich, ja. Man wird einfach immer wieder überrascht. Was? Was? Hä? Warum? Also, wenn ich mich hier hinstelle... Hä? Was? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mich jetzt von jeder Seite bashen lassen und plötzlich aus dem Nichts kann ich Wörter benutzen. Warum? Warum? Was? Inwiefern soll man denn darauf kommen? Hä? Mir bleibt die Spucke weg. Was soll ich dazu sagen? Was ist denn das? Also mal ohne Scheiß. Wie soll man denn darauf kommen? Warum passiert das? Wo ist die Kausalität? Dieses Spiel missachtet jegliche Gesetze der Physik und jegliche Kausalität. Es ist der Wahnsinn. Egal, drücken wir jetzt auf die scheiß Taste. Was passiert jetzt? Oh, wie aufdringlich. Ach, es passiert gar nichts. Cool. Nichts anderes. Oh, jetzt passiert was. Psst, jetzt passiert was. Oh, wie aufdringlich. Ein getigerter Hamster sagte genau die gleichen Dinge zu mir. Da fällt mir ein, ich habe ein Zwie-Mädchen gesehen. Ja, okay. Jetzt haben wir also auch Doppelteam gelernt, ja. Coole Sache. Gut.
Ich weiß zwar nicht, wie ich zu diesem Wort letztendlich gekommen bin, aber wir können uns jetzt verdoppeln. Nice Scheiße. Komisch trotzdem, dass ich diese Wörter vorher nicht benutzen kann. Ich muss mich jetzt von jeder Seite irgendwie umschlagen lassen, damit das plötzlich funktioniert. Gut, der Zusammenhang ist mir völlig klar. Natürlich. So, jetzt haben wir Zwilli. Wir kriegen dauernd neue Wörter, aber letzten Endes bringen sie dann doch nichts. Komme ich eigentlich unter die Bank? Ja. Was bringt das? Da ist noch nichts. Noch nichts? Wie? Noch nichts? Hä? Okay. Interessante Wortwahl. Kann da irgendwann denn was sein? Also das ist jetzt die andere Frage. Ja, ich weiß auch nicht. Also, okay. Vielleicht können wir ja Tikari darauf hinweisen, dass sie einen Zwillingsbruder hat. Wäre eine interessante Info am Rande für sie bestimmt. Versuchen wir es doch. Wir haben jetzt also Zwilli. Man merke, wir haben Zwilli, okay. Jetzt sagen wir, was weiß ich, sagen wir Tico, dass er der Zwilli von Tikari ist und er deswegen sich als sie verkleiden kann und dann verkleidet er sich als Yuppido und Noki und wir haben alle Hamster. Also wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Oder wir sagen es Tikari. Tikari, Zwilli. Nö, passt nicht. Okay, nee, kein Problem. Ich habe nur kurz Hoffnung gewonnen, aber nee, passt. Nee, okay. Noch besteht kein Grund zur Sorge. Es ist noch alles drin. Wir müssen nur noch Tico finden und ihm Zwilli sagen. Und dann werden wir glücklich. Ich bin mir sicher. Da ist Tico. Ja. Okay. Bijou, er ist übrigens ein Zwilling. Feind. Brenne, Bijou, brenne. Jetzt habe ich alles probiert und nichts passiert. Das ist mal wieder eine Glanzleistungsspiel. Vielen Dank auch. Jetzt ist Tico hier. Ja. Okay, Zwilli. Warum nicht? Warum nicht? Ich meine, klar, es macht überhaupt keinen Sinn, aber warum nicht? Allein deswegen müsste es doch passen. Auf wem sollen wir denn bitte Zwilli sagen? Was ist das? Ich werde es wohl nie verstehen. Aber gut, wir haben alle Wörter. Nicht schlecht. Nicht schlecht, das ist Fortschritt. Jetzt müssen wir, was weiß ich nicht. Wem könnten wir denn Zwilli sagen? Wo fehlen Wörter? Ruinen? Wo fehlt denn da eigentlich noch ein Wort? Wo könnte ich hier noch ein Wort lernen? Das soll mir auch mal einer erklären. Aber ich suche mal. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Mann, ist das toll. Wow. Ja, ich bin völlig aus dem Häuschen. Das wollte ich nicht. Nein! Vielleicht kann ich der Mutter da oben sagen, dass sie ein Zwilling von der aus dem Skygarten ist. Obwohl es ja, glaube ich, eine und dieselbe Person ist, aber egal. Hey, Marienkäfer, du bist ein Zwilling von dem aus dem Eichenschrein, weißt Bescheid. Ja? Du bist kein Zwilli, okay? Mach, was du willst. Ah ja, die ist ja weg. Was? Pippi? Pippi war hier? Pippi! Komm herbei! Was soll denn machst du denn hier? Hast du mich gerufen, Pippi? Ja! Ja, ich habe es nicht vergessen. Alle Hamster nennen diesen Ort Ruinen. Aber meiner Meinung nach ist es nur eine Müllkippe. Oh, Pippi teilt aus. Oh, manchmal wird auch ein Restaurant daraus. Hä? Okay. Also in der Müllkippe wird also ein Restaurant, ja. Gut zu wissen, Pippi. Danke für die Info. Bis später. Was? Pippi, komm zurück. Das muss doch irgendwas bringen. Also jetzt verarsch mich nicht. Irgendwas muss das ja wohl bringen. Warum sollte er sonst hier sein? Das ist auch wieder so random, aber warum? Es muss doch irgendeinen Zweck geben. Pippi, weißt du was? Mach irgendwas, irgendwas. Ja, ich habe gerufen. Was soll ich denn mit dieser Information anfangen? Warum und wieso? Ich bin total überfordert. Pippi, fang mich auf. Pippi, I need you right now, my friend. Autsch. Was soll ich dazu eigentlich noch sagen? Mit diesem Typen habe ich gefühlte 100 Mal gesprochen und nie hat er dieses komische Wort benutzt. Warum denn jetzt? Egal. Wusstest du, dass viel, viel,
Nein, nicht egal. Seltsame Dinge in den Ruinen zu finden sind. Halte die Augen auf. Ich bin ein komischer Hammeriter, der irgendwie aus dem Nichts plötzlich ein neues Wort benutzt, das total unnötig ist, weil viele einfach ein ganz normales Wort ist. Das heißt, ich kann mich jetzt verdoppeln und ich kann mich vervielfachen. Okay. Heißt das jetzt, wir haben alle Wörter aus den Ruinen? Könnte es das bedeuten? So. Wenn dieses Wort jetzt aber nicht passt, ja, wenn dieses Wort nicht passt, denn dieses Wort ergibt unglaublich viel Sinn. So, Ruinen, fertig, badabang, 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 haha. Und jetzt sagen wir, ich weiß doch auch nicht, sagen wir Tikali, dass es viele gibt von allem. Oh, passt nicht. Na, schau mal einer an. Wer hätte es gedacht? Es ist auch gut zu wissen, dass plötzlich neue Optionen auftauchen, wenn man einen Hamster von vielen verschiedenen Seiten anspricht. Mhm. Ist eine interessante Mechanik. Aber gut, das kann natürlich auch passieren. So, pass mal auf. Es gibt viele Fische im Meer. Nein, gibt es nicht. Vergiss es. Also bitte, merkt ihr mir meine Verzweiflung an. Was soll ich denn noch tun? Ich kämpfe schon, ich kämpfe, ja. Und dann kratze ich mir so mit meiner letzten Kraft ein Wort zusammen, ja. Ich kratze und kratze, ich krieche auf dem Zahnfleisch auf dem Boden herum und finde dann verdreckt im Staub ein einzelnes Wort rumliegen. Und schöpfe ein bisschen Hoffnung, ja, nur einen Funken Hoffnung. Und werde letzten Endes doch wieder nur enttäuscht. Enttäuscht. Scheißegal, ich habe so viele Kerne. Ich bin verzweifelt. Ich hätte falschen können, naja, egal. Ich habe ja das Geld, nicht wahr? Nimm es. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann. Und jetzt gib mir diese Essenz. Ja, schön für dich. Gib sie her. Yes, jetzt heul ich ein bisschen. Aua, das brennt. Ich muss mich wirklich für die Unannehmlichkeit entschuldigen. Aber ich habe nichts mehr von auf Lager. Ich habe nicht mehr Lager. Jetzt hat er gerade selbst Tränen-Essenz herstellen können. Was? Ja, ich habe geschnüffelt, worauf Amtaro das mit "das stinkt gewaltig" quittiert hat. Und jetzt sagt er, oh, das habe ich vergessen. Das lag unter meinem Popo. Es ist biologisch, aber es stinkt. Da du immer so nett bist, wollte ich es dir schenken. Du bist der Einzige, der es riecht. Ich bin der sauberste Hamster, den es gibt. Was? Was? Wir haben Limburger erhalten. Natürlich haben wir jetzt Limburger erhalten. Stinkiger Limburger. Puh, was zur Hölle fange ich damit an? Oh, Mist. Wo war ich gerade? Jetzt habe ich mich verzählt. Voll Blanco. 1, 2, 3. Heilige Scheiße. Wie zur Hölle. Wisst ihr, ich frage gar nicht mehr. Ihr kennt die Geschichte ja mittlerweile. Zur Hölle nochmal, wir haben jetzt Limburger. Was zur Hölle machen wir damit? Und warum sage ich oft Hölle? Weil es die Hölle ist. Es ist der Leibhaftige, der dieses Spiel entworfen hat. So, lass mich mal überlegen. Wir haben jetzt stinkigen Gammelstinkkäse. Was machen wir damit? Wer hat ein feines Näschen? Der Frosch, nicht wahr? Der Frosch hat ein feines Näschen. Können wir ihm jetzt vielleicht den Käse unter die Nase halten und ihn so umbringen? Erst einmal, hier ist ein Stein. Den werde ich mal an mich nehmen. Vielen Dank dafür. Mein bester Juppio. Oder kann ich die Reporterin, wenn sie auf mich drauf fällt, dann riecht sie den Käse und denkt sich, boah, der ist ja gar nicht so toll. Jetzt, konzentriere ich mich auf die Arbeit und mache meinen Job und überführe den Typen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir finden das gleich heraus. Erst einmal, Juppidu, ich habe einen Käse. Ich bin noch hier und ich habe einen Käse mitgebracht. Dann wohl nicht. Mal schauen, wie der Käse der Reporterin mundet. Hua! Komm her, Reporterin, riech den Käse, riech den Käse! Der stinkige, stinke Gammelkäse! Ja, ich habe einen romantischen Käse dabei.
Riechst du den Käse? Du riechst den Käse nicht. Schade. Naja, da steht sogar 100 Gramm. Ich habe mir das also nicht ausgedacht, sondern jetzt überprüfen wir mal, ob ein Stein allein wirklich mehr wiegt. Das wäre total bescheuert. Das waren jetzt 3. Immer noch mehr als 2 Steine zusammen. Warum? Naja, egal, wir sind sehr nah dran. Ich bin echt gespannt, was dahinter ist. Also ich habe keine Ahnung. Das interessiert mich wirklich. Mögen Katzen eventuell keinen Käse? Hey, Katzi, Katzi, Mizi Mauns. Bock auf Käse? Oder nicht? Bock auf Käse? Vielleicht kann ich den heißen Tee dem frierenden Hamster geben. Also das ist das Logischste, was ich heute zusammengebracht habe. Das muss jetzt auch klappen. Ja, hier. Ja. Doch, das weiß ich. Nimm den Tee. Nimm ihn. Nimm den Tee. Warum nimmst du nicht den Tee? Wenn du in dieser Kleidung zu lange draußen bleibst, wirst du gefrieren. Damit mir das nicht auch passiert, gehe ich jetzt wieder hinein. Nimm doch vorher den Tee. Warum nimmt er den Tee nicht? Das wär so logisch. Dem ist kalt, der muss sich aufwärmen, der möchte einen Tee. Nein, natürlich geht das nicht. Kann ich den heißen Tee hier drüber schütten, um die Sackgasse aufzubrechen? Nee. Tja, schöne Sache. Das war meine beste Idee. Aber leider, nein. Cool, meine Klamotten sind da. Erstmal ein Foto machen. Dankeschön. Jetzt verpiss dich aus meinem Zimmer. Ich muss zur Arbeit zurück. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Fotos! So, weg mit der Möhre. Ja, Mann, das ist der Shit. Oh, yeah. Oh, Mann. Jetzt haben wir es beisammen. Foto. Hell yeah! Natürlich speichern. Ja, ich bin vollkommen fertig. So. Habe ich das jetzt hier stehen? Oh, meine Fresse, ist das geil. Oh, wenn ich nicht der Player bin, wer dann? Wieso hast du mein geiles Foto schon gesehen? Ich würde es gerne bei Tico nochmal probieren, ob da jetzt irgendein Wort passt, dieses viel vielleicht. Aber ich finde ihn schon wieder nicht. Er ist schon wieder weg. Fort. Nö, passt natürlich nicht. Kann ich den Käse auf ihn schmeißen? Nee. Ja. Leute, ich verzweifle. Wisst ihr, wie lang die Aufnahme ist? Die Aufnahme ist 2 Stunden 20 Minuten. Und jetzt schaut mal auf die Videolänge. Das ist alles auf ein Video gekürzt wahrscheinlich. Ja, weil einfach nichts passiert. Ich laufe nur rum, es passiert nichts. Gar nichts. Ich spreche jeden einfach an, probiere alles aus, es passiert nichts. Dann komme ich mal wieder auf was. Das ist ein winziger kleiner Fortschritt, baut sich immer ein, ja. Aber dann wieder nichts. So einen richtigen Durchbruch habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Ich meine, ich finde den Käse, ich finde 2 neue Wörter, aber was mache ich damit? Im Endeffekt bringt es mir gar nichts. Niemand ist beeindruckt von meinem Käse. Das ist das Schlimmste, ja. Niemand. Niemand interessiert sich für meinen Käse. Das ist furchtbar. Okay, ich gebe mich für heute geschlagen. ich bin mit Sicherheit irgendwas auf der Spur. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was. Aber wir kommen schon irgendwie durch. Wir haben zumindest den Käse. Wir haben 2 neue Wörter und das war es auch schon wieder. Aber trotzdem haben wir was erreicht. Jedes Mal ein Schrittchen, ein kleines Tippelchen weiter nach vorne. Und so arbeiten wir uns langsam, aber sicher bis zum Ende durch. Ich gehe nochmal in mich, meditiere ein bisschen, frage mich, was man mit einem Käse und 2 neuen Wörtern anfangen kann. Und vielleicht fällt mir dann die Lösung wie Schuppen von den Augen, aber ich glaube es momentan noch nicht. Aber ich schwöre, ich werde niemals eine Komplettlösung zu Rate ziehen. Das wäre zwar nötig langsam, aber nein, nein, so schwach bin ich nicht. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Hamtaro. Ham, ham, Freunde. Und vielleicht passiert dann sogar was. Vielleicht. Gut. Also, bis dahin. Ciao.